Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Kote, bonjour, Mbembe Kiri, guten Tag. Willkommen zu unserer Sendung aus Begriff Yaoundé und Santa Catarina. Das Thema der heutigen Sendung lautet das Lernen der Deutsch als Fremdsprache. Und zum Inhalt haben wir die Discovery, die Nachrichten und das Interview mit Herrn Richard Table. Er ist Deutschlehrer. Um an unserer Sendung teilzunehmen, könnten Sie Ihre Nachrichten an die Nummer 693665989 senden. Das Produktionsteam besteht aus Franklin Fischer an der Umsetzung oder Regie, Wilfried Honte an der Technik und am Mikrofon bin ich Natascha Anton Issa. Nehmen Sie Platz und hören Sie sich diese Musik von Sangri Nanga an. Que sa journée se passe bien, que ta grâce l'accompagne. Toi-même tu sais que c'est lui qui dirige cette famille. Allons de moi, donne-moi la force de le soutenir. Parce que son corps, c'est mon corps, sa richesse est ma richesse. Toutes ses peines sont aussi les miennes. Je partage la vie avec lui. N'oublie pas que tu m'as promis de toujours nous bénir. Vielen Dank für diese schöne Musik von Sangri Nanga mit dem Titel Ton Fosi spricht über die Beziehung in einem Paar. Fangen wir nun mit dem ersten Teil dieser Sendung an. Die heutige Discovery führt uns auf eine Entdeckungsreise durch Deutschland, Brasilien und natürlich Kamerun. Und das ist mit dir, Daniel. Guten Tag, Daniel. Guten Tag, Natascha. Wie geht es dir? Es geht mir sehr gut. Okay, was erfahren wir über diese drei Länder, die alle etwas besonders sind? Fangen wir mit Kamerun an. Man kann nicht über Kamerun sprechen, ohne das Monument der Wiedervereinigung zu erwähnen. Das Monument der Wiedervereinigung wurde zwischen 1973 und 1976 in Yaoundé errichtet, um den Beginn der Wiedervereinigung des französischsprachigen und englischsprachigen Kamerun im Jahr 1961 und die Vereinigung der Föderierten Republiken Kameruns zur Vereinigten Republik Kamerun im Jahr 1972 zu verewigen. Das Denkmal besteht also aus zwei großen Einheiten, der Statuette und die Spirale, die von Gédéon Pondo und Angel Bervin geschaffen wurden. Es ist ein Symbol für Kamerun als Stadt mit all seiner Vielfalt und Komplexität, aber auch ein Symbol für die Verbundenheit der großen Mehrheit der Kameruner mit ihrem Heimatland. Okay, danke. Und über Deutschland? Wenn man an Deutschland denkt, kommen einmal als erste Bilder von Bier, Brezel und Wurz waren in den Sinn. Diese Geschichte und vor allem das historische und kulturelle Erbe sind in Europa unumgänglich und machen das Land zu einem der meisten Besuchten auf dem Kontinent. Neben dem Schloss Neuschwanstein, der Siegessäule, dem Kölner Dom, der Berliner Mauer, das berühmteste Denkmal in
In ganz Deutschland ist das Brandenburger Tor. Es ist das Symbol der deutschen Hauptstadt Berlin. Nach dem Fall der Berliner Mauer im November 1989, als Deutschland wieder vereinigt wurde, erhielt das Brandenburger Tor seinen Status als Symbol für die Einheit des neuen Berlin zurück. Das Tor wurde im 18. Jahrhundert für den preußischen König Franz Friedrich errichtet. Das Braunschweiger Tor ist heute ein Zeichen der Macht der deutschen Hauptstadt und ihres historischen Erbes. Okay, und nun genauer der letzte. Auch Christus von Rio oder Statue von Rio, genannt auf Portugiesisch Cristo Redentor, sie befindet sich in Rio de Janeiro. Sie wurde erstmal 1850 entworfen, aber erst 1920 fertiggestellt. Sie ist das Symbol der Stadt und des ganzen Landes. Eines der wichtigsten christlichen Symbol ist der Welt und nach unseren Recherchen auch ein touristisches Ziel mit etwa 600.000 Besuchern pro Jahr. Christus der Erlöser geht heute weit über die christliche Symbolik hinaus und ist der wahre Sprecher der Friedensbotschaft in Brasilien. Vielen Dank, Daniel, und sagen wir nächstes Mal. Tschüss. Bis wann ist man verliebt und wann ist es Liebe? Und sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle? Komm einfach nicht dahinter, trotz aller Mühe. Ich kapier nicht, dass ich das nicht kapiere. Hab's mit Google probiert, Fachartikel studiert, auf nem einsamen Berg meditiert, endlos philosophiert, bin noch immer verwirrt. Nach dieser Musik von Namika nehmen wir nun die von Wilfried Honte moderierte Nachrichtenseite. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Augsburg, Trefi Yaoundé und Florianapolis, guten Tag und willkommen zu den Nachrichten. Ein wichtiger Punkt gliedert den Inhalt unserer Nachrichten, also die Top-Aktualitäten an den Universitäten Augsburg, Santa Catarina und Yaoundé 1. Die Details in einigen Sekunden. Wie schon angekündigt, arbeiten drei Universitäten Hand in Hand im Rahmen des interkulturellen Journalismus. Diese Universitäten liegen in drei verschiedenen Ländern, die sich in drei Kontinenten befinden, nämlich Europa Augsburg, Amerika Santa Catarina und Afrika Yaoundé 1. Wir interessieren uns zuerst für die Neuigkeiten an der Universität Augsburg, das ist in der Bundesrepublik Deutschland. Unsere Reporterin Natascha Tong-Essa hat einige Informationen dabei gesammelt und berichtet uns gern davon. Hier an der Universität Augsburg sind die Türen der Hörsäle noch offen. Die Vorlesungen gehen bis zum 21. Juli zu Ende und direkt am 22. Juli fangen schon die Klausuren an. Manche der Studierenden schreiben in den letzten Vorlesungswochen die Klausuren, aber die anderen schreiben eher Seminararbeiten. Sicherlich haben sie viel Stress. An alle drücken wir die Daumen. Fliegen wir jetzt nach Brasilien und landen wir in Florianapolis, wo sich die Universität Santa Catarina befindet, um ein bisschen über die Situation der Studierenden betreffend des Semesters zu erfahren.
Unser Reporter Franklin Fischer beschreibt die Situation. An der Universidad de Santa Catarina, eine Bundesuniversität mit ungefähr 30.000 eingeschriebenen Studierenden gegen ca. 2.500 Dozentinnen, ist das Semester schon zu Ende. Viele sind gestresst. Sie müssen Prüfungen ablegen und die Abschlussarbeiten einreichen. Sicherlich sind sie bis Ende nächster Woche beschäftigt. Und dann haben sie kleine Pause. Also, Ende Juli ist hier der brasilianische Deutschlehrerinnenkongress 2023. Danach haben die Studenten wieder viel zu tun. Viel Glück! Nun kommen wir zurück nach Afrika, genau in Kamerun, und bleiben wir in der Hauptstadt Yaoundé, Stadt der Universität Yaoundé 1. Dort ist die Atmosphäre etwas anderes. Was machen die Studierenden? Beschreibung der akademischen Stimmung, Daniel Menzo. Universität Yaoundé 1, eine berühmte Fachhochschule im Stadtviertel Ngouaïkédé. Hier laufen die Aktivitäten langsamer. Die verschiedenen Studienjahrgänge sind fast in den Ferien. Die Vorlesungen sind schon zu Ende. Die Klausuren fertig, aber einige der Studierenden warten auf die Ergebnisse der Wiederholung und freuen sich schon darauf, gut gemacht zu haben. Das Universitätspersonal hat so wirklich viel zu tun, aber am Ende des Monats ist alles off und willkommen Ferien. Das waren die Nachrichten an den drei Universitäten Augsburg, Santa Catarina und Yaoundé 1. Ich bin Wilfried Onte an diesem Mikrofon. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Unsere Sendung geht weiter. Bleiben Sie dran. Vielen Dank für diese Information, Wilfried Onte. Wir sind nun beim dritten und letzten Teil unserer Sendung angelangt. Vielen Dank, Natascha. Jetzt, das ist die Zeit für das Interview. Und das Interview von heute empfangen wir Herr Richard Table. Er ist Deutschlehrer hier in Kamerun. Guten Tag, Herr Richard Table. Guten Morgen, alle seid im Studio. Und willkommen zu dieser Sendung. Herr Richard Table, warum sind Sie Deutschlehrer geworden? Ich bin Deutschlehrer geworden, weil ich Geld brauchte. Ich brauchte Geld. Ich war auf der Suche nach einem Job. Und in Kamerun haben wir nicht so viele Anstellungsmöglichkeiten. Und aus diesem Grund habe ich mich dafür entschlossen, Deutschlehrer zu werden. Ja, das vor allem Geld. Aus finanziellen Gründen bin ich Deutschlehrer geworden. Wo sind Sie tätig? Ich bin am Gymnasium Bibach 1 tätig. Das ist ungefähr 20 Kilometer entfernt von der Stadt Ebolova im Süden. Mit welchen Problemen sind Sie konfrontiert? Wir haben viele Probleme in Bezug auf didaktische Materialien. Schüler haben keine Bücher und das beeinträchtigt wirklich den guten Ablauf des Unterrichts. Ja, das ist ein großes Problem und wir haben auch keine geeigneten Infrastrukturen. Das bedeutet, manchmal haben wir Probleme, wir nicht genug Räume haben. Wir haben nicht genug Räume und manchmal gibt es zu viel Lärm. Es gibt kein Fenster und so weiter und das beeinträchtigt oder stört auch den Unterricht. Ja, beschreiben Sie uns die Lage der DAF. Deutsch als Fremdsprache in deiner Schule. Ich weiß nicht, wie könnte ich die Lage beschreiben. Ich würde sagen, Schüler aus der 4. und 3. Klasse haben noch Interesse an dem Deutschunterricht, aber ab der 1. Klasse und Terminalklasse ist es umgekehrt. Die Schüler sind nicht mehr so viel auf den Lernstoff konzentriert und wir Lehrer haben Schwierigkeiten, auch mit diesem umzugehen. Aber ja, wir versuchen immer was zu machen. Ja, manchmal sind wir müde, manchmal verstehen die Schüler nicht so viele Dinge, weil sie kein Wörterbuch und so weiter. Und das ist auch
didaktische, das sind didaktische Probleme. Das ist auch ein Mangel an Materialien zurückzuführen. Aber wir machen, was wir machen können. Dann, was empfehlen Sie allen, die wie Sie Deutsch lernen? Okay, ich würde sagen, man sollte sich gut Gedanken darüber machen, was man mit der deutschen Sprache in Zukunft machen möchte. Das ist sehr wichtig. Man sollte zuerst genau wissen, warum man Deutsch lernt. Meiner Meinung nach ist es sehr, sehr wichtig. Ich habe es persönlich aus finanziellen Gründen gemacht und ich möchte auch forschen. Ja, ich mag gerne die Forschung, aber es ist nicht einfach, Geld daraus zu ziehen. Man muss auch hart arbeiten, weil ich denke, nur die Besten die Chance haben werden, durch dieses Fach sich ein würdiges Leben aufbauen können. Vielen Dank, Herr Richard Table, für Ihre Verfügbarkeit und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für diese Chance, davon reden zu können. Tschüss. Seu olhar se desencontrou do meu. Meu coração tá tão longe do seu. Eu tô querendo novamente ver. Pra hoje em dia eu falar pra você. A indecisão apertou no coração. Aquele aperto se é sim ou não. Só de pensar um dia te perder. Fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que hoje eu vou te dizer. Stopp und Ende der Sendung. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns während der gesamten Sendung begleitet haben. Am Mikrofon war ich Natascha Anton Issa, begleitet von den Mitgliedern der Pantanal-Gruppe, das heißt Wilfried Honte, Daniel Mingso, Franklin Fischer, Messi Bebandu. Ausbruch griff Diaoundé und Santa Catarina geht weiter. Bleiben Sie klar. Rappin' them pan the beat. Oh, 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 eh. Come and nip on this one again. Hey, yeah. So tell my mama, say they're picking don't make them. So tell my papa, say they're picking don't make them. Hunger no go day, poverty no go day. So tell my mama, say they're picking don't make them.